So, hey YouTube, weiter geht's. Ich habe schon wieder ein bisschen nachgelassen. Ich glaube, drei Tage kam jetzt wieder keine Pokémon-Folge. Aber ganz ruhig, die anderen Projekte laufen ja noch. Und nach der Aufnahme heute werde ich mich auf jeden Fall darum kümmern. Genug Folgen sind eigentlich noch da. Nur ich war wieder ein bisschen zu faul, das Ganze zu bearbeiten. Ich muss mich also wieder ein bisschen reinfinden. Das heißt, hier sind nochmal unsere Teammitglieder. Drei Stück am Start. Georg noch nicht entwickelt. Golden Lily am Start, so wie sie sein soll. Das freut mich. Und natürlich unser Chrononit. Schon von entwickelt. Ich habe übrigens mal nachgeschaut. Ich zeige euch das mal gerade. Zack, jetzt wechseln wieder die Szene. Und zwar achtet mal darauf. Da. Er hat unter Fähigkeiten, die wurde geswitcht. Da hat er jetzt Filter. Senkt die Stärke sehr effektiver Attacken. Finde ich übelst geil. Ist mir gerade erst aufgefallen. Das heißt, wir sind zwar jetzt statt Boden Gestein. Das heißt, wir werden später statt Erdbeben Steinhagel haben. Was aber egal ist, weil wir haben Geowatz. Dann hat der eben einfach Erdbeben. Ja, also egal, Wasserattacke, scheiß drauf, ist so Neutraltreffer. Eis wäre sehr effektiv, aber wie gesagt, wir haben ja Filter. Von daher, ziemlich geiles Wesen. Und ich muss jetzt ein Versprechen einlösen. Genau, die Szene ist die richtige. Ihr wartet mit dabei. Und zwar, Moment, habe ich genug Bälle? Ich spiele gerade noch einen weiteren Offline-Spielstand. Wechselhülle, das war ja dieses komische Teil. Genau, ich sollte meine Items mal sortieren. Superbälle, Flottball, Time. Okay, wir haben genug Bälle. Dann machen wir das gerade mal. Item sortieren, du stehst in den Part danach. Nutzen wir diesen Part mal, um... Ja, nicht die Arena zu klatschen. Das müssen wir auch noch machen. Keine Angst. Pottrott habe ich noch im Hinterkopf. Nein, ich muss mein Versprechen einlösen. Ich darf mir ja kein Kramwumms fangen. Kramurks, Kramwumms. Alter, Kramurks heißt das Vieh, ne? Genau. Mein Flugunlicht-Pokémon darf ich ja nicht fangen. Rippen Pepperonis. Schade. Ja, passiert. Sondern ich muss mir jetzt ein... Knackleon fangen. Finde ich okay. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das Pokémon zackt übel krass, weil es hier geswitcht wurde. Das heißt, es ist hier vom Typ Käfer Drache. Was eigentlich übelst geil ist, wenn wir ehrlich sind. Weil Käfer Drache ist. Also ich liebe Käfer. Und Knackleon taucht halt hier auf. Und deswegen, ich will es jetzt fangen. Dann kann ich dem Guten nämlich den EP-Teiler rüber switchen. Und dann können wir uns um die Arena kümmern. Ich hoffe natürlich, dass wir die schaffen. Denn unser Team... Ausweglos. Alles klar, Dickter. Du willst sterben. Stirbste. Neue Attacke. Dampfwalze. Ich werde mich einmal wegwalzen. Boah, das tut schon ganz schön weh. Ich bin auch mal gespannt, wann sich Girock entwickelt. Ich habe das Gefühl, dass ich das weiß, aber... Lass uns trotzdem überraschen. Und noch eine ganz wichtige Information. Für alle die... Ja, jetzt kommt's. Für alle die... die ein Xerox haben möchten, in dieser modifizierten Version. So, Spoiler, Spoiler. Ihr kauft euch Schutz und geht in den Wald. Ja, in den Wald, in dem ich natürlich schon war. Und dort sorgt ihr dann dafür, dass ihr nur auf Gras, also quasi auf was heißt Gras, auf Büsche, wilde Pokémon begegnet, wo es rumraschelt. Denn davor hilft euch quasi euer Schutz nicht, wenn ihr reinlauft. So, damit ihr aber das Zeug irgendwann mal entdeckt, ja, und nicht die standardwilden Pokémon kommen, nehmt ihr halt Schutz. Superschutz, Topschutz, je nachdem was geht. Je früher ihr Xerox haben wollt, ja, desto schlechter der Schutz, ist ja klar. Und das macht ihr die ganze Zeit. Und in diesen, ich sag mal, Büschen, die rumwackeln, kann, es muss nicht, aber es kann ein Xerox auftauchen. Ein Zischlor, Entschuldigung. Ja, nicht verwechseln. Ein Zischlor kann da auftauchen. Mir ist ein Zischlor begegnet, jetzt. Bei einem weiteren One, den ich heute Morgen sogar erst noch gestartet habe. Ja, seht ihr mal, wie weit ich schon wieder gespielt bin. Oder gespielt habe. Ich bin quasi schon an der Arena hier vorbei. Und muss jetzt die Route hier lang. Hier sind wir soweit, sind wir noch im Let's Play noch nicht. Aber offscreen bin ich schon wieder soweit. Mein allererster Speicher startet sogar noch weiter. Schon Richtung Donnerorden. Aber darum geht es gar nicht. Ja, ihr kriegt dort Zischlor. Und wie es Zischlor entwickelt, ist relativ einfach. Ich sage, es ist relativ einfach. Und zwar... folgendermaßen. Ihr startet mit dem Wasser-Pokémon. Boah, lass mich jetzt nicht lügen. Habe ich Shigi mitgenommen? Nee. Otaru habe ich auch. Also Otaru habe ich, hat aber jetzt keinen Surfer. Genau. Was für ein Wasser-Pokémon habe ich? Plinfa. In den Plinfa mit als Wasser-Pokémon. Entwickelt es bis auf Level 36 und dann erlernt es automatisch Surfer. Ja, ihr hört richtig, es wird automatisch Surfer erlernen. Und ich wechsle mal das Pokémon, weil Girock kann einfach hier nirgendwo fliehen. Was mir gerade übelst auf den Sack geht. Also mega übel auf den Sack gerade. Deswegen switche ich das mal. Das wird übrigens eine Fangaufnahme.
weil ich ja mein Versprechen einhalten muss. Ah, wiederhole das gerne nochmal. So, ihr nehmt also Blindfall mit, bekommt auf Level 36, was man hier super krass leicht erreichen kann. Ihr seht hier die ganzen Pokémon, hier tauchen auch Sandamme auf. Dann trainiert auf Level 36, bekommt Surfer, habt einen Sichler im Team. Ja, das habt ihr dann schon gefunden. Und jetzt müsst ihr ein Onix finden. Ja, richtig. Ihr müsst ein Onix finden. Das taucht hier nicht auf und das taucht auch in der ersten Höhle nicht auf, wo ihr Team Plasma plättet. Ich habe es versucht, ich habe es in den Staubbereichen versucht, wo dann quasi, ja, hier Donnerzocken auch auf. Also ihr seht, für Wasser-Pokémon Easy Training. Das nehme ich übrigens auch mal mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit Rasierblatt. Es taucht nicht auf, also mir ist kein Onix aufgetaucht. Ich bin da mehrere Zeit rumgegoogelt und hatte einfach keine Chance. Kein Onix gefunden. Aber ihr könnt dort rumsurfen und dann geht es tiefer in die Höhle. Jetzt ist das Problem. In dieser Höhle, in die ihr ja rankommt, weil ihr mit Blindfar, also seiner letzten Entwicklungsstufe, Surfer bekommt, das heißt, ihr braucht die VM gar nicht erst, ihr bekommt Surfer for free, könnt nach dem dritten Orden, glaube ich, dann surfen, also ihr müsstet surfen können, das konnte ich auch, ich weiß jetzt noch nicht, ob nach dem zweiten oder dritten, müsst ihr jetzt nach dem dritten gehen, surft da also rein, und diese Höhle ist tricky, denn dort tauchen dann schon Pokémon im Level 50er Bereich auf, aber, und jetzt kommt das Aber, da tauchen Onix auf. Ja. Ihr schnappt euch also ein Onix. Na, am besten Hyperbälle. Eines eurer stärksten Pokémon. Am besten hier, was weiß ich, irgendwas, was Sustain hat. Mit Igelsamen. Vielleicht habt ihr ja ein Pflanzen-Pokémon. Whatever. Sucht euch irgendwas aus. Und behaltet dieses Onix dann im Team. Trainiert euer Sichlor. Muss ein Level-Up erhalten. Und es reicht vollkommen aus, wenn Onix im Team ist. Und dann bekommt ihr einen Sherox. Es wird sich dann quasi durch Level-Up entwickeln. Aber nur, wenn ihr ein Onix im Team habt. Das ist die Voraussetzung. Habt ihr das? Habt ihr ein Sherox. For free. Aber denkt bitte daran, nur in dieser modifizierten Version, ne? Das gilt jetzt hier nicht für die Standard-Pokémon-Weiß-Edition. Denn da tauchen keine Sichlors auf. So leid es mir tut für euch. So, ich düse mal hier ein bisschen weiter hoch. Ich habe nämlich das Gefühl, hier unten taucht kein Knackleon auf. Die Sache ist aber auch, dass Knackleon hier relativ selten auftaucht. Sollte jetzt in diesem Part, der gar nicht mehr so lange geht, ich glaube 8 Minuten circa noch, sollte jetzt hier kein Knackleon auftauchen. Es ist halt, wie gesagt, war mein Wetteinsatz. Ich habe ihn verloren, also muss ich ihn mitnehmen. Ich gehe mal hier hoch. Dann werde ich ihn gleich offline, also offscreen, beziehungsweise fangen oder suchen. Fangen ist was anderes, ich werde ihn suchen. Level 36, Alter. Schaut mal, und wir sind Level 36. So viel zu dem Thema, dass wir vielleicht ein bisschen zu OP sind. Das negiert sich so schnell, das ist unfassbar. So fucking schnell. Ja, sind gar nicht mehr OP. Gleich wieder auf. Wobei, okay, das Zurückex war vielleicht eine Ausnahme, sondern Level 25 nur. Das passt schon wieder eher. Und Chrono macht sich echt gut. Also, ihr habt jetzt das Rezept, wie ihr, wenn ihr diese modifizierte Version spielt, ein Sherox bekommt. Ah, von mir. Wisst ihr Bescheid. Und da ist er. Ah. Ist jetzt ein Weibchen. Das ist ein Problem. Weil es eigentlich ein Männchen sein müsste. Aber ganz ehrlich, ich habe ja gegen Waterlove, ne, habe ich ja gegen den guten Chris, habe ich ja verloren. Und wir ärgern den einfach, weil er gerade in Schleife ist. Er wird einfach ein weibliches Knackleon. Ah, RIP. Aber wenn ich schon so nicht gewinnen konnte, weil ich einfach versagt habe in der Arena, dann ärgern wir ihn einfach so. Ah. Wenn ich schon mein heißgeliebtes Pokémon nicht bekomme. Okay, wow, es stirbt. Igelsam überlebt es nicht. Niemals. Oh mein Gott, es überlebt Igelsam. Okay, also wenn es jetzt nicht im Pokéball bleibt, ist es RIP. Aber ganz ehrlich. Meint ihr, der Flottball reicht noch? Ich habe keinen Hyperball. Der Timerball braucht noch. Ich versuche es mal mit dem Flottball. Das waren jetzt, glaube ich, 2 Züge. Das waren 2 Züge. Und der, ich meine, wie viel KP hat er? Ein? Bleib drin, bitte. Du bist klinisch tot. Yes. Oh, nice. In diesem Part haben wir es noch geschafft. Nummer 4 ist im Team. Nice. Knackleon. Freut mich. Kieferboden, wie gesagt. Das wird sich später ändern. Das Boden wird verschwinden. Normalerweise bleibt das Boden, aber ihr werdet es dann sehen. Es baut im Wüstensand seine Fellgruben, setzt sich in ihr auf den Boden und wartet auf Beute. Alles klar. Ja, Ameisenlöwe übrigens. Und jetzt Namen switchen.
Das wird jetzt ein bisschen gemein, weil es eigentlich vom Geschlecht her nicht passt, aber das machen wir einfach. So, und ich nenne ihn jetzt auch nicht Chris, sondern ich nenne ihn so, wie er woanders da heißt, sag ich mal, weil es einfach besser ist. Wird er sicherlich verstehen. Ich glaube, er findet es auch besser. So, da haben wir ihn. Dann gucken wir uns den an, den guten Waterlove. Muss ich die Szene switchen, damit ihr den Namen seht? Warte, ja, muss ich. Zack, oben rechts. Na, Weibchen, Level 32, damit ihr seht, Käferboden noch. Attacken sind jetzt nicht so bad. Der hat schon Käferbiss, das ist sehr nice. Die wird auch wahrscheinlich lange drin bleiben. Verhindert Flucht des Gegners, naja, nicht so dolle. Und ich muss auch noch erst wach werden, das ist jetzt das erste Spiel des Tages. Dem guten kleinen Monster, dem geben wir erstmal seinen Platz, und zwar dorthin. Denke ich mal. Gyrok braucht übrigens noch einen Namen, habe ich immer noch keinen bekommen. 37, 37, kurz vor 37, dann bekommst du jetzt den EP-Teile. Wo habe ich den denn? Ich glaube hier unten, oder? Aber ich werde gleich mal die Items sortieren, ich finde mich hier gar nicht mehr zurecht, da ist er. Ah, ein Hoch auf den EP-Teiler. So. Und dann würde ich sagen, ab in die Arena eigentlich. Wobei wir immer noch nichts für die Arena haben, möchte ich auch ganz klar beteiligen. Also Gyrok bringt uns in der Arena 0. Gornlili ist eigentlich die einzigste. Kornit ist jetzt auch nicht wirklich der Beste in der Arena. Und Waterlove ist auch... Obwohl doch, Waterlove ist eigentlich so gut in der Arena. Ich meine, der liebt Pflanzen-Pokémon. Die Frage ist, wann entwickelt sich Knackleon? War das Level 32? Weil dann bräuchte er rein theoretisch nur noch ein lächerliches Level. Da hätte ich zumindest mal die nächste Form. Ich meine, bis wir jetzt die Beltra bekommen, dauert es oder so 500 Jahre. Glaube ich. Also Drachen-Pokémon entwickelt sich doch immer ziemlich spät, ne? Sollte sich nicht geändert haben. Die Beltra ist lange her, dass ich Pokémon mal wirklich regelmäßig gespielt habe. Oder zumindest bis zu einem gewissen Fortschritt gespielt habe. Das Traurige ist ja, wir haben ja eigentlich Gestein. Ne? Also Gorno ist ja Pflanze Gestein. Und Gestein ist ja gut gegen Käfer. Aber das Problem ist, wir haben einfach keine Gesteinattacke. Gyrok hat Gesteinattacken, aber der ist RIP gegen Käfer und Pflanze. Aber wir haben Golden Lily ja mit Kraftreserve. Na gut, es bleibt nichts anderes übrig. Da steht schon Charon, die Made. Der will gegen uns battlen. Stimmt, der wartet ja noch einiges auf uns. Holy moly. Ja, immerhin haben wir den Part irgendwie doch erfolgreich beenden können. Ne? War die Suche nicht ganz umsonst. Also hat noch geklappt in der Aufnahme. Von euch habe ich doch schon bekommen, Münzamulett, oder? Nein, noch nicht. Ah, jetzt haben wir Münzamulett. Das werden wir gleich auch. Ich gebe dem Pokémon gleich mal allen Items. Weg von dir. Dankeschön. Ach ja, und Leviathan ist ja dieses Gestein-Boden-Pokémon, was ja später, glaube ich, zu, lass mich nicht lügen, Gestein-Undicht wird? Oder was Boden-Undicht? Ich glaube, es war Gestein-Undicht, oder? Ich glaube, es war Gestein-Undicht. Ihr könnt mich da gerne korrigieren. Ich bin echt eingerostet. Und der taucht auch in der Höhle auf, wo ihr dann Team Plasma mit Charon zusammen klatscht. Auch in diesen auffühlenden Boden. Ja. Da tauchen die dann alle auf. Oder auffühlenden Büschen. Dort immer suchen, am besten Schutz aktivieren. Ich habe versucht, darüber Onix zu bekommen. Ich habe mir so gedacht, okay, Onix 100 Pro kriege ich Onix dort. Aber es kam 5-mal, glaube ich, der Maulwurf und einmal und auch wirklich instant das erste Mal Leviathan. Und nichts anderes. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da mehr auftaucht. Also mehr als quasi nur zwei mögliche Pokémon. Aber naja, der Maulwurf hat wahrscheinlich eine echt hohe Auftauchrate. Und wie gesagt, das Ding mit Onix könnt ihr ja ganz einfach fixen. Ja, da unten ist es dann halt schon krass, so mit Level 50ern, aber ihr werdet es überleben. Nur um ein Onix zu fangen, werdet ihr es überleben. Denkt dran, dass Schutz euch nichts bringt. Weil ihr seid meilenweit davon entfernt, Level 50 zu sein. Aber zum Beispiel mit Plinfas Entwicklung habe ich da unten gut leveln können. Also man kann eigentlich... Ich sag mal, diese Gyroks und Onix, die dort auftauchen, One-Shotten und die geben halt schon so 1,6k Erfahrungspunkte. Das ist schon sau viel. So, ich switch gerade die Pokémon, nicht wundern.
Ich bin mir immer noch nicht so sicher, was ich jetzt mit Georock mache, wie ich ihn nenne. Ich habe halt noch keine Person, die ich danach benennen kann. Oh, doch. Doch, ich weiß, wie ich ihn benenne. Ich werde ihn umändern. Ja, doch, doch. Ich werde seinen Namen umändern, definitiv. Ich weiß auch schon, in welchen Namen. Und ich mache jetzt einfach mal YOLO-Modus Start. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt gewinnen werden. Ich bin nicht wirklich vorbereitet. Ich werde Chrononit auf jeden Fall für Potrot brauchen. Der ist super easy zu besiegen mit Chrononit. Ich habe es jetzt vorhin auch gemacht. Ich habe wieder Jellas mitgenommen. Na klar, zu meinem absoluten Liebling. Ja, wir überziehen den Part ein bisschen. Ich habe jetzt nicht auf die Zeit geguckt. Scheiß drauf, ne? Let's go. So, und da ist Hornweisel. Okay, Hornweisel ärgert mich jetzt. Weil ich habe den guten Dude ja gerade erst besiegt und habe es total vergessen. Denn hier wäre jetzt Georock richtig geil gewesen. Die ist nämlich Käferflug. Ich glaube, sie hat keine Pflanzenattacke. Käfer gebrummt. Das ärgert mich jetzt. Seht ihr, das zieht ziemlich viel ab. Und wir müssen schon wechseln. Ne? Georock ist quasi schon down. Wir opfern mal Zickzacks. Das war jetzt dumm von mir. Ich hätte sie one-hitten können mit Steinwurf. Also die wird jetzt mein ganzes Team auseinandernehmen. Das war dumm von mir. Schon einen strategischen Fehler gemacht. Warum wird die mein Team auseinandernehmen? Die hat jetzt immer Erstschlaggarantie und die zieht zu viel ab. Die macht zu viel Schaden. Das war dumm von mir. Sie hätte ich mit Georock weghauen müssen. Georock hätte jetzt Anschlag überlebt. Und mit Steinwurf hätte Hornweisel keine Chance gehabt. Ja, wobei, sie hat die Beere. Stimmt ja. Da war ja was. Seht ihr? Wie viel Schaden die macht? Unfassbar, oder? Krass. Ich muss mich an irgendeinem seiner Pokémons muss ich mich hochhalten. Das Beste wäre natürlich jetzt... Ah, da hält sie sich, okay. Geile Animation, der Bienenschwarm kommt. An irgendeinem ihrer Pokémon muss ich mich hochheilen. Ich möchte jetzt die Arena nicht wieder hintereinander verlieren. Das ist ja nicht so, ne? Oh, unlucky. Aber gut, wieder halbe Fehler, das sollte jetzt reichen. Oder? Der Heal ist nicht so stark. Krass, wie viel zieht ein Kraftreserve gerade ab? Ich bin überrascht. Positiv überrascht. Ah gut, ist aber auch vierfacher Schaden. Stimmt, Doppelschwäche. Mein Fehler, habe ich total vergessen. Da war ja was. So. Dich hätten wir. Der Vorteil ist, es gibt natürlich Erfahrungspunkte. Doch es bringt niemanden. Was? Okay, Scaraborn. Gegen Scaraborn bräuchte ich eine Flugattacke. Und die habe ich nicht. Scaraborn wird mein Untergang sein. Weil ich kein Flug-Pokémon habe. Der hat übrigens auch die Beere. Könnte auf seine Kampfschwäche gehen, aber das zieht wahrscheinlich nicht genug ab, ne? Nicht mal die Hälfte. Er ist verwirrt. Das könnte mir natürlich jetzt den Arsch retten. Boah, das könnte mir echt den Hintern retten. Ich weiß halt nicht, was er macht. Also, ob er irgendwas gegen Golden Lily hat. Ah, Kreuzschere hat er, okay. Und es rippt mich. Boah, ist das bitter. Das hätte sein können. Hätte ich das überlebt, wäre Scaraborn tot gewesen. Ich habe nichts gegen ihn. Alles, was ich habe, ist nicht sehr effektiv. Ja, und er heilt ihn natürlich, weil er es weiß. Na, gute Trainer wissen das. Das heißt, das ist nicht effektiv. Meine Pflanzenattacken sind nicht effektiv. Meine Bodenattacke ist nicht effektiv. Ich habe nichts gegen Scaraborn. Ah. Das ist eigentlich etwas, was ich früher anders in Erinnerung hatte. Und zwar war ich früher der Meinung, dass Käfer gegen Gestein nicht sehr effektiv ist. Das heißt, eigentlich wäre die Käferattacke jetzt, trifft Igelsamen generell bei Käfer nicht? Oder habe ich einfach nur Mega-Pech? Okay, ich hatte Mega-Pech. Normalerweise wäre die Attacke nur Neutraltreffer. Aber sie ist ja sehr effektiv. Das bedeutet Käfers gegen Gestein Neutraltreffer. Was ich nicht so in Erinnerung hatte. So, da wir aber den Part jetzt schon mega krass überziehen... Und ich den eigentlich gar nicht mehr hätte starten dürfen, den Fight. Aber für euch einfach mal YOLO-Modus-mäßig gemacht. Heilen wir uns und jetzt werden wir den einfach out-sustain, hoffe ich doch. Mal gucken. Ich könnte pokern. Wenn ich jetzt richtig krass poker, überlebe ich. Ja, überlebe ich einen Hit. Ich muss gerade was gucken. Das Problem ist, dass Lili tot ist. Das ist beschissen. Würde Waterlove... Eine Kreuzschere überleben. Er ist Käferboden.
Ich sag nein. Girock leider auch nicht mehr. Ich würde eigentlich gern zu Girock tauschen. Weil ich stark... Also ich bin stark der Meinung, dass Girock das quasi machen würde. So, das überleben wir. Genau. So, Egelsahn. Und jetzt noch ein Trank und dann haben wir ihn. Das ist ziemlich ärgerlich. Aber das Problem ist einfach, dass ich momentan halt... Ich habe halt nur 3 Teammates. Und der vierte ist jetzt gerade am Start. Und der vierte, der gute Waterloff, ist quasi der... Wow, er halt auch. Der gute Waterloff ist quasi genau der, der die Antwort gegen Scaraborn wäre. So, das ist momentan mein Problem. Was ich habe... Darf ich zuerst? Ja, ne? Okay, dann versuchen wir jetzt mit ein bisschen Zurückschrecken zu arbeiten, mit Biss. Hat schon mal nicht geklappt. 2 Kreuzscheren, dann bin ich down. Ich brauche aber locker noch 3 Züge, glaube ich. Das war nämlich gerade ein Volltreffer. Ich will, dass er zurückschreckt. Anlage, wir haben kein Glück. Und das war jetzt... Boah, das waren 54 Schaden. Okay, wieso hat er gerade 54 Schaden gemacht? Ich will mich jetzt auch nicht die ganze Zeit heilen, was ziemlich ätzend wäre. Komm, wir machen YOLO-Modus. Wir haben Step drauf. Volltreffer-Chance. Hat nicht gereicht. Okay, RIP. Das heißt, wir verlieren wieder. Weil Potrot bekomme ich jetzt nicht mehr down. So ist das eben. Potrot wird mich mit Toxin wegtoxin. Ärgerlich. Die Erfahrungspunkte nehme ich aber mit. Und dann im nächsten Part dürfen wir nicht diesen Fehler machen. Ich habe quasi... man muss ja sagen, ich habe einen Zug verschwendet mit Girock. Das war offensichtlich. Nutzloses kleines Pokémon. Und GG. Ah, ist das ärgerlich. Bleibt natürlich alles in den Aufnahmen. Wir werden hier nicht irgendwie was verschwenden. Und jetzt quasi sagen, pff, hier. Safe State laden und den Part vergessen. Nee, nee, das machen wir nicht. War ein bisschen längere Folge, ein bisschen überzogen. Ach, ich habe viel Geld verloren, das wäre ärgerlich, ich hätte shoppen gehen müssen. Sehen wir uns im nächsten Part. Keine Ahnung, wann der kommen wird. Wenn es mir jetzt nicht instant wieder die Motivation nimmt, geht es weiter morgen. Wenn nicht, dann wisst ihr Bescheid. Hat es mich wieder weggehauen. Es steht ja schon auf der Kippe, dass ich spiele.